Darüber wollen wir noch ein bisschen sprechen. Zugeschaltet ist mir der Mediziner Professor Norbert Brockmeier von der Ruhr-Universität in Bochum. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Werther. Wie macht sich diese Krankheit denn bemerkbar? Diese Krankheit fängt wie viele Virusinfektionen untypisch an, mit leichtem Fieber, vielleicht Lymphknotenschwellung. Aber dann kommen sehr schnell auch bei einer Vielzahl von Menschen Hautsymptome dazu. Die können teilweise auch das Bild, zumindest im Beginn, einer Syphilis imitieren. Darum wahrscheinlich auch so viele, die in Sexual Health Centers diagnostiziert worden sind. Also ein buntes Bild, was sich hier zeigt, aber durchaus auch mit systemischen Veränderungen. Und wo kann man sich anstecken mit dieser Krankheit? Die Ansteckungen können sicherlich durch sehr, sehr enge Körperkontakte, durch sexuelle Kontakte vonstatten gehen. Also alles, was mit Flüssigkeit, aber auch wahrscheinlich Speichel, aber andere Körperflüssigkeiten, Sekrete, natürlich auch die Hautläsionen, wenn da Sekrete austreten, sind infektiös. Also relativ breit. Deshalb sind vor allen Dingen auch Menschen, die häufige sexuelle Kontakte haben mit unterschiedlichen Partner, Partnerinnen, gehören sicherlich zum Risikoklientel, was sich ja auch gezeigt hat jetzt in den Fällen, die aus Großbritannien oder auch aus Spanien und aus Portugal berichtet worden sind. Für wen sind diese Affenpocken denn besonders gefährlich? Für einen gesunden Menschen ist das trotzdem eine ernstzunehmende Krankheit? Vor allem gefährdet sind natürlich Menschen, die ein Abwehrsystem ihres Körpers haben, also ein immunologisches Problem haben. Aber es können alle anderen auch erkranken. Das hat sich ja auch gezeigt. Nur die Erkrankung verläuft meistens nicht so sehr schwer. Sie ist häufig auch selbstlimitierend. Das heißt, sie heilt von selber ab. Und entscheidend ist, dass wir beobachten müssen, wie infektiös ist dieses Virus. Es scheint ja so ein bisschen infektiöser zu sein als das, was wir in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben. Das kann aber auch daran liegen, dass die Menschen, die gegen Pocken geimpft sind, natürlich im Laufe der Jahre immer weniger werden. Die letzten Pockenimpfungen sind in Deutschland so 74 und 76 erfolgt. Das heißt, die Population, die ungeimpft ist, gegen Pockenviren, und diese Impfung hilft auch gegen diese Affenpockenviren, werden immer weniger. Was ist denn der Unterschied zwischen herkömmlichen Pocken, sage ich jetzt mal als Laie, und diesen Affenpocken? Was ist praktisch das Neue, das Besondere an den Affenpocken? Die Affenpocken sind genauso alt wie die richtigen Pocken. Die klassischen Pocken sind nur wesentlich aggressiver, führen zu einem wesentlich ausgeprägteren Krankheitsbild. Es gibt ja eine Vielzahl von Pocken, also auch Kuhpocken oder Kamelpocken. Kamelpocken sind auch aggressiver zum Beispiel als die Affenpocken. Also wir haben eine ganze Familie dieses Virus, das auch auf Menschen sich ansiedeln kann, Menschen infizieren kann und zu Krankheitsbildern führen kann. Sagt Herr Professor Norbert Brockmeier von der Ruhr-Universität in Bochum. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön, ebenfalls.